Ich möchte alle unsere Zuschauer aufs Herzlichste willkommen heißen. Bevor es aber wirklich losgeht, müssen wir nur noch auf die Formalitäten vor dem Anstoß warten. Es ist soweit. Deutschland gegen Spanien. Schönen guten Tag, ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator. Und neben mir ist Hansi Küpper, der das Spiel analysieren wird. Hallo Marco, es dauert nicht mehr lange und ich glaube, dann können wir sagen, lasset das Spiel beginnen. Die Spieler stehen stolz und aufrecht. Aufstellung für heute. Damit sind wir im Spiel. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur des Spiels? Also wenn eine Mannschaft Probleme hat, dann gibt es einen Spieler, der ja fast allen die Hand auflegt und sagt, lass das mal den Papa machen. Und das ist Ramos, der Mann für alle Fälle. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Versuch die Gasse zu finden. Leroy Sané haben wir hier. Sie suchen nach Räumen. Iago Aspas. Azpilicueta. Iago Aspas. Spiel läuft über die Außen. Azpilicueta. Der Ball kommt von ein Kopfball. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Diego Costa. Gündogan. Und er bezieht clever seinen Keeper ins Spiel mit ein. Sané. Deutschland hat noch immer keinen gefährlichen Schuss verzeichnen können. Einfach mal nach vorne gedroschen. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Langer Abschlag vom Keeper. Marcos Alonso. Schönes Ding. Per Kopf. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Mit viel Gift. Er springt hoch zum Kopfball. Gündogan. Müller. Der kommt richtig lang. Es geht über die rechte Seite. Azpilicueta. Das ist Iago Aspas. Echt schönes Flügelspiel. Seite.
Gündoğan. Toni Kroos ab auf die linke Seite. Da ist die Flanke. Und er ist zur Stelle. So, nun ist Pause. Durchatmen. Sie spielen im Augenblick noch zu defensiv. Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten. Und sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Es ist bis dato ein ziemlich umkämpftes Spiel. Mal sehen, ob das jetzt anders wird. Echt schönes Flügelspiel. Hector gewinnt den Ball für sein Team zurück. Müller. Mesut Özil. Raus auf die linke Bahn. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Azpilicueta hat gut aufgepasst. Diego Costa. Silva. Iniesta. Streik in der Torfabrik. Und so sieht das aus auf beiden Seiten. Ab auf die linke Seite. Iago Aspas. Ist das ein langer Ball? Jerome Boateng mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Hector. Rüber nach rechts. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Özil mit der Flanke. Gerade noch so geklärt. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Er schlägt ihn in die Mitte. Abgefangen, gut gemacht. Das ist Diego Costa. Isco. Silva. Diego Costa spielt den Ball. Das wird eine Ecke, schätze ich. Aha, von wegen. Abstoß. Sucht die Lücke. Sauber getimter Pass. Iago Aspas. Ja, schön gehalten. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Leroy Sané. Hector spielt ihn lang. Er zieht durch. Letztlich keine große Herausforderung für den Torwart. Das war definitiv für den Schlussmann eine der allerleichtesten Übungen. Lang und hoch auf die Flanke. Der Torhüter haut ihn weit raus. Azpilicueta holt ihn sich wieder. Diego Costa. Silva. Iniesta. Die letzten Minuten, sie müssten noch mehr Druck machen. Iniesta spielt den Ball nach rechts. Versucht da durchzustecken. Diego Costa spielt den Ball nach rechts. Der Ball fliegt in die Mitte. Da ertönt der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Die Begegnung endet 0:0. Das, denke ich, sagt alles über das Spiel. So, das Spiel ist zu Ende, Hansi. Deine Einschätzung? Ein Unentschieden, mit dem man lebt.